Die chinesischen Großbanken machen irrsinnig hohe Gewinne. Sie schütten hohe Dividenden aus. Die KGVs sind durchgehend bei unter 5 und die Aktien steigen jetzt auch wieder. Nur, warum tun sie das ausgerechnet jetzt und ist das jetzt eine Einstiegschance? Darum geht's heute. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Danke wieder für die vielen Kommentare zum letzten Video zur potenziellen Kupferknappheit in Zukunft. Die meisten Zuschauer waren ganz zufrieden mit dem Video. Ein paar haben vielleicht gesagt, na ja, ist es für das Kupferthema nicht vielleicht schon ein bisschen spät? Verstehe ich den Einwand? Ich gebe Ihnen da auch im Grunde recht. Das Problem ist aber ja das, wenn man sich die letzten 2 Jahre anschaut an den Börsen, dann kann man ja auch den Eindruck haben, es ist möglicherweise für vieles schon relativ spät. Viel ist schon gut gelaufen. Außer vielleicht China-Aktien, die stehen niedriger im Moment als vor 2 Jahren. Der große Wendepunkt an den Börsen nach dem großen Corona-Schock, das war am 18.03.2020. Und der ideale Finanz-YouTuber hier, der hätte an diesem einen Tag 500 Videos rausgehauen, diese Aktie jetzt kaufen, diesen Rohstoff jetzt kaufen und danach hätte er nie wieder ein Video gemacht. Aber abgesehen davon, dass das keinen groß interessiert hätte damals wahrscheinlich und dass die meisten dann herzlich gelacht hätten auch. Aber es hilft uns heute ja auch nichts mehr. Jetzt ist jetzt und darum müssen wir uns eben jetzt die Frage stellen, auch was ist jetzt die Situation, was kann jetzt noch funktionieren, was ist jetzt vielleicht auch noch tragfähig und aus welchem Grund eben auch. Und das ist natürlich eine Herausforderung im Moment. Es ist auch vielleicht schwieriger als vor 2 Jahren, weil damals hätte man natürlich alles auf den Tiefpunkt bekommen, aber eben auch nur im Rückblick. Denn wenn wir ehrlich sind, einfach war die Marktlage da am 18.03.2020 eben auch nicht. Es gibt sowieso auch andere Ansätze, also es will ja auch nicht jeder Anleger auf dem Tiefpunkt kaufen. Bestes Beispiel chinesische Bankaktien. Ich habe dazu mein letztes Video gemacht im Juli. Da gab es dann eben auch einige Zuschriften in die Richtung, ja, interessant, aber sprechen wir doch wieder über die Aktien, wenn die dann auch endlich mal anspringen. Und diesen Lesern und diesen Zuschauern, denen kann ich heute sagen, ihr Wunsch ist mir Befehl. Sie sind angesprungen, diese Aktien, und darum besprechen wir sie jetzt auch wieder. Und dass sie angesprungen sind, das ist relativ erstaunlich, weil es ja im Grunde zig Gründe dafür gibt, dass gerade chinesische Bankaktien jetzt im Moment auf gar keinen Fall steigen. Das erste ist schon mal das Marktumfeld. Das hier ist der Hang Seng China Enterprises Index, die China-Aktien in Hongkong, der Einjahreschart. Letzten Endes, es war ein Horrorjahr für China-Aktien. Der Index von seinem Hoch im Februar liegt jetzt 30% im Minus, hat sich auch noch nicht wirklich stabilisiert. Also wir haben Anfang Januar jetzt nochmal ein neues Tief bekommen und das war dann eben auch gleichzeitig ein neues 5-Jahrestief. Und die Gründe dafür, dass es so gekommen ist, haben wir hier ja auch tausendmal besprochen. Regulierungen und Strafen im Tech-Sektor, Wachstumssorgen und ja seit ein paar Monaten auch eine richtige Immobilienmarktkrise. China Evergrande und so weiter. Also kein gutes Umfeld insgesamt, schon gar nicht für chinesische Banken. Und das ist aber der Hang Seng Mainland Bank Index, auch auf ein Jahr. Da war das Hoch nicht im Februar, sondern das war erst im Mai dann. Der hat sich also diesem Marktabschwung noch eine Weile entgegengestemmt, ist dann aber im Sommer auch mit abgerutscht. Und danach war es auch erstmal ja, monatelang zäh. Nur was macht er jetzt? Seit ein paar Wochen, er dreht plötzlich nach oben gegen den Trend und auch gegen den Gesamtmarkt. Und damit ist er letzte Woche eigentlich schon wieder auf einem Halbjahreshoch gewesen. Nur wie kommt das?
Es war jetzt nicht der einzige Sektor, der sich gut gehalten hat in China. Was sich auch gut gehalten hat, zum Beispiel, das war der ganze Bereich alternative Energien, Windkraft, Wasserstoff, Elektroautos auch zum Teil. Und dazu haben sie von uns ja letzte Woche einen Zukunftsmärkte-Report bekommen. Den finden sie jetzt im Archiv und die Reports von uns, die sind immer gratis. Diese Woche gibt es auch schon einen neuen wieder, wie versprochen, wie schon angekündigt, mit den vier Platin-Aktien. Der geht morgen raus. Wichtig, verpassen Sie das nicht. Unsere Reports kann jeder lesen, es kann sie jeder kriegen. Sie müssen sich einfach nur einmal eintragen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch noch mal unter dem Beitrag. Letzte Woche alternative Energien in China, diese Woche die Platin-Aktien von uns. Aber was jetzt die chinesischen Bankaktien betrifft, warum steigen die plötzlich? Jetzt könnte man meinen, ja, Bankaktien werden ja überall empfohlen, weltweit zurzeit, weil die Zinsen steigen sollen weltweit und Bankaktien sollen davon ja profitieren. Aber in China, da gibt es gar keine Leitzinserhöhungen, es stehen auch keine im Raum. Ganz im Gegenteil, der Zins für einjährige Ausleihungen, der ist jetzt neulich gesenkt worden. Zwar nur leicht von 3,85 auf 3,8%, aber trotzdem, das Zinsargument, das zieht hier nicht. Das ist einfach so. Es wird vielleicht umgekehrt ein Schuh raus, indem man sagt, ja, dieser Schritt, der lindert jetzt irgendwie die Wachstumssorgen, die man für das Land hat. Und das ist ja gut für die Banken. Und auf der anderen Seite muss man aber eben auch sagen, die China-Banken haben sowieso nie unter so einer Nullzinspolitik ja auch gelitten, die letzten Jahre, wie die westlichen Banken. Aber was würde denn China-Bankaktien attraktiv machen überhaupt? Ich habe es im letzten Video schon gesagt, es sind grundsätzlich Gelddruckmaschinen. Das hier sind die profitabelsten Unternehmen der Welt, 2021 laut Schätzungen von Bloomberg. Die Grafik ist jetzt schon ein paar Monate alt. Was jetzt hier ein bisschen unglücklich ist, ich habe Saudi Aramco und Samsung auch rot hier eingefügt, weil die auch aus den Emerging Markets sind. Das sind beides keine chinesischen Banken, das weiß ich schon. Dafür aber die ICBC, die größte Bank der Welt, dann die China Construction Bank, die Agricultural Bank of China und die Bank of China. Wenn Sie jetzt also die 12 profitabelsten Unternehmen der Welt nehmen, dann ist jedes dritte davon eine chinesische Bank. Wir haben hier Jahresgewinne zwischen 30 und 50 Milliarden Dollar. Und was noch dazu kommt, im Vergleich zu diesen ganzen anderen Superkonzernen, die wir hier haben, da sind die auch noch günstig bewertet. Wenn wir jetzt diese vier Banken nehmen, zum Beispiel, dann ist auf KGV-Basis für den für 2021 erwarteten Gewinn die China Construction Bank noch die teuerste mit einem KGV von 4,2 im Moment. Und die günstigsten sind Bank of China und Agricultural Bank of China mit jeweils 3,7. Man kriegt sie also auch noch nachgeschmissen. Und die Gewinne, die sind nicht nur sehr hoch, sondern sie sind auch sehr stabil. Es sind Staatsbanken und das Geschäft ist vor allem die Kreditvergabe an große Staatskonzerne und an Provinzregierungen. Also was soll da schiefgehen, könnte man meinen. Hinter allem steht der Staat. Trotzdem, die Aktien wollte jahrelang keiner haben. Weil Peking fand das irgendwann mal nicht mehr ganz so toll, die exzessive Verschuldung von den Staatskonzernen und den Provinzregierungen, mit der ja dann auch viel Blödsinn finanziert worden ist in den letzten Jahren. Und auch, dass hinter dem Ganzen dann ja auch noch so eine implizite Staatsgarantie stehen soll. Und inzwischen, da lässt man auch Staatskonzerne und auch so Regierungsinvestmentvehicles ab und zu auch mal pleite gehen, damit da jetzt eben nicht sinnlos Schulden aufgenommen werden, ohne Sinn und Verstand. Und das untergräbt so ein bisschen das Vertrauen in das todsichere, vermeintlich todsichere Geschäftsmodell der großen Banken.
Zumindest hat man das befürchtet die letzten Jahre. Es war aber eigentlich nicht so. Also die Banken haben diese Bewährungsprobe bestanden, weil sie eben immer noch stockkonservativ sind in ihrer Kreditvergabe. Und die Ausfälle sind niedrig geblieben und die Gewinne sind noch weiter gestiegen. Und noch nicht mal in der Corona-Krise sind die Gewinne da nennenswert auch zurückgegangen. Auch da waren die chinesischen Banken ein Fels in der Brandung wieder. Und jetzt im dritten Quartal, auch trotz einem deutlichen Wachstumsrückgang in China, haben wir nochmal Gewinnzuwächse gehabt. Und zwar von 10,6% bei der ICBC, von 15,6% bei der China Construction Bank, 13,2% bei der Bank of China. Und das auch wieder zusätzlich noch mit rückläufigen Raten bei den ausfallgefährdeten Krediten. Also bei der ICBC liegt die Quote jetzt bei 1,52%, China Construction Bank 1,51%, Bank of China nur 1,29%. Also Herz, was willst du mehr? Nur fürs vierte Quartal, da kennen wir jetzt die Zahlen noch nicht. Und fürs vierte Quartal haben wir zwei Probleme. Erstens, da war das Wachstum nochmal deutlich niedriger als im dritten Quartal. Und Peking hat den Banken auch schon höflich mitgeteilt, sie sollen doch jetzt mal mehr Kredite vergeben, damit das Wachstum insgesamt wieder hochgeht. Das heißt aber zurzeit natürlich auch mehr Risiko. Und was haben die Banken da gemacht? Sie haben sich zum Beispiel gegenseitig so Kreditverbriefungen abgekauft. Also null Rendite, aber eben voll garantiert dafür. Und damit eben nichts verdient, auch aber lieber nichts verdient, als jetzt zusätzliche Risiken noch aufnehmen, die einem nicht geheuer sind dann vielleicht. Aber was jetzt im Moment noch schlimmer ist, ist natürlich die Evergrande-Krise, die Immobilienmarktkrise. Evergrande, ein Immobilienriese mit 300 Milliarden Dollar Schulden, der gerade untergeht, der andere Baukonzerne auch mit runterreißt und der ganze Sektor schwankt im Moment. Wenn das mal kein Problem ist, gerade für Banken. 27% der Kredite der chinesischen Banken stecken im Immobiliensektor, ein großer Teil davon allerdings Hypotheken, da gibt es jetzt noch nicht so die Probleme. 8% sind aber direkt verliehen an die Baukonzerne. Und das ist schon riskant bei den Pleiten, die da jetzt kommen könnten. Und es war auch erstmal Panik dahingehend. Also zum Beispiel auch Standard & Poor's, die Ratingagentur, die hat eben auch geglaubt oder glaubt, dass die Ausfallkreditquote im vierten Quartal garantiert steigen wird auf 1,75%. Dann stecken die auch noch weg. Nur schön ist es natürlich nicht. Und es ist jetzt auch kein Umfeld, wo man denken würde, dass Bankaktien jetzt steigen. Aber sie tun's. Der Punkt ist, glaube ich, der. Der Markt sieht jetzt oder glaubt zu sehen, dass der Immobiliensektor jetzt eben nicht komplett zusammenbrechen wird. Es wird Ausfälle geben, partiell, es wird Abschreibungen geben, gar keine Frage, aber es wird keine Komplettzusammenbrüche geben. Ich habe dazu ja auch erst ein Video gemacht. Der chinesische Immobiliensektor ist ein überhitzter Sektor und die Regierung tritt seit Jahren da auch auf die Bremse. Immer ein kleines bisschen fester und diesmal ist sie eben zu fest drauf getreten, indem sie die Kreditaufnahme von den Immobilienkonzernen jetzt wirklich begrenzt hat und dann hat es auch schon geknallt. Aber das Ganze ist eben eine Liquiditätskrise in erster Linie. Dadurch, dass der Kapitalmarkt jetzt auch dicht ist für die ganzen Konzerne. Und das sollte aber zu schaffen sein. Es gibt breite, koordinierte Restrukturierungsprogramme jetzt, wo auch schwache Konzerne jetzt umgebaut werden sollen. Teils werden sie vielleicht auch liquidiert. Es soll auch koordinierte Zusammenschlüsse jetzt geben in dieser Branche. Das kann für die starken Immobilienkonzerne im Übrigen sogar eine Chance sein. Und das hier ist übrigens der Hang Seng Property Index. Der liegt, klar, der liegt am Boden und da entwickeln sich die Einzelaktien jetzt auch unterschiedlich, gerade sehr unterschiedlich. Aber der Index als solches, selbst dieser Index ist jetzt nicht nochmal unter sein Tief vom Herbst gefallen, zumindest. Und das ist schon ein Indiz dafür,
dass sich das Schlimmste wahrscheinlich verhindern lässt. Und es ist noch ein stärkeres Indiz dafür, oder noch ein stärkeres Indiz dafür, ist eben auch die Erholung bei den Bankaktien. Die sagt uns zweierlei: Die Immobilienkrise ist wahrscheinlich beherrschbar, der Schaden ist verkraftbar und auch die chinesische Wirtschaft an sich und die Maßnahmen jetzt der Stimulation der chinesischen Wirtschaft, auch die könnten jetzt greifen. Und das ist ein gutes Zeichen auch für den chinesischen Markt an sich. Und der zweite Grund, warum man China Bankaktien wieder kauft, das ist wahrscheinlich einfach der, dass man sie jetzt in gewisser Weise auch wiederentdeckt hat. Also wie gesagt, jahrelang hat sie keiner haben wollen, die waren auch zu langweilig. Man war der Meinung, es gibt in China viel, viel tollere Aktien. Aber jetzt, wo eben der Markt eingebrochen ist, da haben die Bankaktien eben schon ein paar Eigenschaften, die man jetzt mehr zu schätzen weiß. Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass ich hier sagen würde, das sind jetzt echte klassische Value-Aktien oder so. Aber sie haben eben viele Eigenschaften, die Value-Anleger auch gut finden. Eine erstaunliche Stabilität bei den Gewinnen und niedrige Bewertungen. Und hier haben wir nochmal eine Grafik von Bloomberg dazu. Die Kurs-Buchwert-Verhältnisse. Hellblau, der gesamte chinesische Bankensektor. Auch der inzwischen deutlich unter Buchwert oder Liquidationswert, wie es hier so schön heißt. Und gerade aber die vier großen Banken in Gelb, die sind allesamt bei weniger als der Hälfte vom Buchwert, teilweise mit 60% Abschlag. Das KBV ist natürlich nicht alles, gerade bei Banken eben auch nicht, aber wir haben eben auch eine hohe Ertragskraft, niedrige KGVs, wie gesagt auch, und trotz des Anstiegs jetzt auch immer noch ordentliche Dividendenrenditen. 6,6% bei China Construction Bank, über 7% jeweils bei ICBC und Agricultural Bank und fast 8% bei der Bank of China. Bedenken Sie natürlich bei den Dividenden, dass Sie die auch versteuern müssen und dass auch zusätzlich noch chinesische Quellensteuer drauf anfällt. Die können Sie sich hier auch nur zum Teil anrechnen lassen. Aber dessen ungeachtet, trotzdem sind diese Dividenden attraktiv und sie sind natürlich auch ein Signal an den Markt für die Attraktivität von diesen Aktien. Ich denke, die China-Bankaktien, sie werden sicherlich keine Kursvervielfacher jetzt oder sowas. Und falls sich jetzt tatsächlich auch der Gesamtmarkt mal erholen sollte, dann werden das sicherlich auch nicht die großen Outperformer sein. Aber wenn man in China-Aktien investiert und wenn man da auch noch ein gewisses Grundvertrauen natürlich auch hat, so in das chinesische Finanzsystem und Wirtschaftssystem, und wenn man Langfristanleger ist und wenn man substanzorientierter Anleger ist, dann würde ich sagen, dann kann man sich ein paar chinesische Bankaktien schon auch jetzt kaufen. Ich sehe den Sektor bei allen Herausforderungen nach wie vor unterm Strich positiv und ich sage ja nochmals, dass er wahrscheinlich unterschätzt wird, alles in allem. Gut, so viel dazu. Zum Schluss noch eine gute Nachricht. Endlich gibt es was gegen Covid-19, sowohl gegen die Ansteckung als auch gegen schwere Verläufe. Und zwar Cannabis. Das schreibt unter anderem hier die Kreiszeitung. Das Ganze laut einer Studie der Oregon State University. Das hat natürlich Konsequenzen für uns alle. Der Zwangsjoint wird schon diskutiert, auch für Kindergärten und Kitas. Und man wird in Zukunft sicherlich auch kein Theater mehr besuchen können oder ein Familienfest, wenn man nicht den Nachweis erbringen kann, dass man komplett zugedröhnt ist. Ist manchmal aber vielleicht auch besser so. Und das heißt für uns als Anleger natürlich BioNTech und Moderna Short und Cannabis-Aktien Long. Aber Scherz beiseite, vielleicht warten wir ja doch lieber noch ein paar Studien dazu ab oder auch entsprechende Selbstversuche, je nachdem, wie Sie drauf sind. Schildern Sie uns gern hier in den Kommentaren Ihre Erfahrungen dazu. Und denken Sie außerdem auch noch dran, dass Sie sich noch eintragen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, für unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.